erhalten Berichte, dass die Orks sich formieren. Gewiss sind die jüngsten Angriffe auf die Internierungslager doch Beweis genug. Das stimmt. Die Horde ist unterwegs. Das ist absurd. Meine Nation wird nicht tatenlos zusehen, wie die Horde vor unseren Toren steht. Die Orks sind nicht unsere größte Sorge hier. Soll ich mich denn ständig wiederholen? König Terenas, beherzigt meine Warnung. Diese Pest, die Nordländer heimsucht, könnte schlimme Folgen haben. Pest! Ihr Zauberer seid doch paranoid! Lasst uns das in Ruhe betrachten. Selbst wenn diese Pest eine Gefahr für uns wäre, was sollten wir dagegen tun? Ganz einfach. Wie gesagt, die Kirin-Tor sind schon bereit. Sie stellen die Dörfer unter strenge Quarantäne. Ich werde keine Quarantäne verhängen, ohne Beweis für eure Worte, Botschafter. Die Menschen von Lordaeron mussten genug leiden. Sie müssen nicht noch Gefangene im eigenen Land sein. Doch sind sie gefangen, guter König. Was heißt das nun wieder? Und wer seid ihr? Die Menschheit ist in Gefahr. Die Wellen der Dunkelheit tosen wieder heran. Auf der ganzen Welt herrscht Kriegsgefahr. Genug damit! Wacht! Entfernt diesen Irren! Hört her! Die Hoffnung für unser Volk liegt im Westen. Im vergessenen Land von Kalimdor! Seid ihr Obacht, Botschafter! Ohne zu wissen, wer ihr seid, wage ich zu sagen, dies ist nicht die Zeit für brabbelnde Propheten. Unser Land befindet sich im Krieg. Aber wir entscheiden, was der beste Schutz für das Volk ist. Niemand sonst! Nun, hinfort! Ich versagte bei den Menschen schon einmal. Doch nie wieder. Ist hier keiner bereit zu helfen, dann muss ich einen anderen finden. Die Warnung ist ausgesprochen. Jetzt müssen Sie etwas tun. Ich liebe diese Zwischensequenzen. Es sind die besten, die es jemals gab. Ehrlich. So, und damit befinden wir uns in der eigentlichen Kampagne. Das gerade war ja Vorgeplänkel. Kapitel 1, Verteidigung von Stranbrat. Ja. Ne, man müsste es jetzt eigentlich Englisch aussprechen, wahrscheinlich. Ehrlich gesagt, wo befinden wir uns denn? Da oben, Brill, ja, Andor Hall, egal, ich mach weiter. Das Oberkommando der Allianz sah sich aufgrund der jüngsten Ork-Aufstände in Südlordaeron gezwungen, umfassende Maßnahmen zu ergreifen. Um die Bedrohung durch die Orks abzuwenden, hat König Terenas zwei der besten Paladine des Landes ausgeschickt, seinen Sohn Prinz Arthas und den legendären Uta Lichtbringer oder Uta Lightbringer, wie er hier noch hieß. Sie sollen die Orks ein für alle Male besiegen. Willkommen, Prinz Arthas. Meine Männer und ich fühlen uns durch euren Besuch geehrt. Nicht so förmlich, Uta. Noch bin ich nicht König. Schön, euch zu sehen. Und euch, Freund. Schön, dass König Terenas euch zu unserer Hilfe geschickt hat. Mein Vater hofft immer noch, dass eure Geduld und Erfahrung auf mich abfärben. Ein Vater darf doch träumen, oder nicht?
Das ist die Lage. Unsere Kundschafter haben bestätigt, dass ein Lager der Orks irgendwo hinter dem nächsten Hügel liegt. Wie ich dachte. Es kommt noch schlimmer. Sie bereiten einen Angriff auf das nahegelegene Dorf Stranbrad vor. Unseres Wissens ist das Dorf vollkommen schutzlos. Stranbrad also. Ich muss sofort gegen das Lager der Orks vorgehen. Könnt ihr Stranbrad auf euch allein gestellt verteidigen? Gewiss, Uther. Seid ganz unbesorgt. Gut. Wir treffen uns im Lager der Orks, wenn ihr das Dorf gerettet habt. Seid vorsichtig, Arthas. Und damit willkommen auf der Seite der Allianz. So einfach ist das. Schon hat man mal eben die Seiten gewechselt. So, Hauptquest, Stranbrad verteidigen und Arthas muss überleben. Wir haben hier ja, unsere Lenzer. Soldaten. Sag das Zauberwort. Ja, mein Lenzer. Was braucht ihr? Das Licht ist meine Stärke. Genau, Fähigkeit heiliges Licht, befreundete lebende Einheiten heilen oder feindlichen untoten Einheiten Schaden verursachen. Natürlich. So, ja, die Untoten werden ja auch immer noch eine Rolle spielen. Natürlich, also je nachdem, wie lange das hier dauert, was ich sonst noch so geplant habe, habe ich auch im Anschluss daran natürlich geplant, The Frozen Throne zu spielen. Weil, naja, dann beginnt das Ganze erst so richtig Fahrt aufzunehmen. Und ein weiterer Grund, warum ich mich immer für die Horde entschieden habe. Natürlich. Ein solider Plan, ja. Aber ganz im Ernst, diese Zwischensequenzen. Ach ja, übrigens. Hilfe! Banditen stehlen unser Eigentum! Pah! Wir plündern sie aus, wie alle anderen auch. Das Flackern eben in dieser Filmsequenz, ich entschuldige mich dafür, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hoffe, das war bei den vorherigen nicht auch schon so. Ich muss das Spiel leider im Fenstermodus abcapturen, da ich aus irgendeinem Grund ansonsten nicht die Filmsequenzen mit drin haben würde. Das Spiel kann ich aufnehmen, die Filmsequenzen aber nicht, wenn ich es ganz normal über den, also bei OBS über Spielaufnahme mache. Deshalb habe ich mich für den Fenstermodus entschieden. Und vielleicht liegt es daran. Ich bin mir nicht sicher. Für die Ehre. So, schauen wir mal hier eine Quest. Wunderbar mit dem Ausrufezeichen. Die Banditen haben mein Geschäftsbuch gestohlen. Das wird mich meinen Hof kosten. Bitte holt es aus ihrem Lager zurück. Es würde uns sehr viel bedeuten. Die Stimme und dieses Bild gerade passen überhaupt nicht überein, finde ich. Aber auch so gar nicht. Natürlich. So, wir haben dadurch eine optionale Quest oder ein optionaler Quest. Hier ist es männlich. Ich persönlich weiß nicht, ob Quest männlich, weiblich oder neutral ist oder neutrum ist. Natürlich. Ich sage meistens die Quest wegen die Aufgabe. Ja. Ich habe aber auch schon der Quest und das Quest gehört. Ich glaube, das ist. Elender Kerl. Ja, weiß ich nicht. Ist etwas, was man einfach nicht weiß. Ist etwas. Ist ein Mysterium der Menschheit. Irgendwas davon wird schon stimmen. So, wir sollen auf jeden Fall sein. Ne, das ist Banditenlord. Den Banditenlord Menak töten und das Geschäftsbuch zu Gerard zurückbringen. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Ein solider Plan. Natürlich. Gut, oh, der ist schon besser bewacht. Bloodhill-Banditen. Alles klar. Na dann, mit Banditen kenne ich mich Vater, aus. Für den König. Sprecht euer letztes Gebet. Stimmt's, Arthas? Oh Gott, wir müssen auf jeden Fall hier regelmäßig unsere Krieger, glaube ich, heilen. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Elender Kerl. Wir müssen mal ein bisschen besser darauf achten, wer hier wen, wo, wann angreift. Wir haben diesmal keinen Mana. Natürlich. Ich habe nichts gesagt. Wir haben auch dieses Mal einen Mana-Trank, natürlich. So, und wir sind ein Level aufgestiegen, können Gottesschild oder Hingabe, Aura der Hingabe. Gottesschild, natürlich, jeder kennt es. Jeder, der irgendwas mit Warcraft zu tun hat, kennt ein Gottesschild bei Paladin. Das, ne?
Ich glaube, ich möchte die Hingabe-Aura. Die ist passiv. Ein solider Plan. Und mehr Rüstung schadet auch wirklich nie. Gut, dann ab zurück. Sag das Zauberwort. Er hier halt auch langsam. Achso, oh, ich habe den diesmal noch gar nicht alle markiert. Moment. Besteht etwa Gefahr? So, und Arthas ist nochmal extra auch die Nummer 2. So. Natürlich. Vielen Dank für eure Hilfe. Bitte, nehmt dies hier. Was denn? Jetzt habe ich nicht darauf geachtet. Ah, Foliant der Kraft. Was braucht ihr? Besteht etwa Gefahr? Ja. Foliant der Kraft, ganz kurze Frage. Wo ist der Foliant der Kraft denn jetzt? Für die Ehre. Ich weiß nicht. Der ist nicht mehr da. Ist egal. Verdammt, der Angriff hat schon begonnen. Zu den Waffen, Brüder. Ein solider Plan. Zu den Waffen und diesmal sind wir jetzt auf der anderen Seite und müssen eben Orks töten. Die Schwarzfels-Orks. Ach ja, die Schwarzfels-Orks. Schwarzfels-Orks. Schönes Wort übrigens. Und ich spiele übrigens auf normaler Schwierigkeit. Es gibt hier normal und stark. Und ich habe das Gefühl, dass das einfach irgendwie zu laut ist. Oder ich zu leise. Aber wenn ich mir hier ansehe, wie OBS ausschlägt, in den roten Bereich dann teilweise, also richtig übersteuert. Also die Musik könnte eigentlich ja relativ laut sogar bleiben. Dann, damit man sie auch überhaupt neu hört. So, aber halt. Jetzt sind sie extrem leise. Mann, was ist denn das? Diese Schnitzelgeräusche. Ja, gibt's ein Mittelding? Zieh mal rüber hier. So. So ist, glaube ich, ganz gut. Problem ist halt, ich kann leider nicht. Oh mein Gott. Für die Ehre. Ich kann leider nicht meine Audiospur gerade von der Spiellautstärke trennen. Da müsste ich mir immer noch mal irgendwas anderes überlegen, weil ich mich halt selber höre beim Aufnehmen. Und ich capture praktisch einfach den kompletten Sound ab, der halt das Spiel und mich implementiert. Für die Ehre. Dann muss ich mir noch mal was anderes überlegen. Ich weiß aber noch nicht wie. Natürlich. Und also klar, anderes Mikrofon, Mischpult, bla bla bla. Natürlich. Klar, dann geht das. Für die Ehre. Wenn ich mal irgendwann noch mal ein paar hundert Euro übrig habe, mache ich das auch. Habe ich aber nun mal nicht unbedingt. Oh, hier. Bob's Guns. Hier gibt es übrigens Waffen anscheinend. Für die Ehre. Ein solider Plan. Dementsprechend muss ich immer versuchen, hier links und rechts und lauter leiser alles während des Spiels zu managen. Und na gut, es ist halt der Zeit geschuldet, dass es damals, 2002, da gab es sowas noch nicht. Heutzutage hätte man wahrscheinlich unterschiedliche Lautstärkeregler nochmal für Gespräche, Filmsequenzen, Kampf und alles sowas, weil das hier ist echt leise. Der Kampf ist extrem laut und die Filmsequenzen sind nochmal lauter. Kreaturen mit den anderen fort. Bringt sie raus. Alles klar, hinterher. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Ah, wie widerlich, wie man hier einfach die Leichen hier Der zuckt sogar noch. Schöne Details hier. Wie die Menschen da oben noch zucken. Finde ich schön. Also finde ich, ja. Die Details finde ich schön. Ich finde es jetzt nicht schön, wie da die Menschen auf den Spießen noch zucken. Aber, ach, wobei eigentlich. Doch. In dem Warcraft-Universum finde ich das auch schön. Überlebe! Oh Gott, ja. Jetzt gibt's
keine Rettung mehr. Komm mal her. Lauf mal ein Stück weg und dann greif mal von hinten wieder an. Kann er sich hier mal auf jemand anderen fokussieren? Spielt mal jemand anders hier den Tank? Ja. Jawohl. Der da auch immer noch zuckt. Ja, toll. Blende aus. Danke. Habt Dank, Prinz Arthas. Aber was ist mit den anderen, die verschleppt wurden? Seid unbesorgt, Sohn. Wir finden sie und bringen sie sicher heim. Entschuldigung. Prinz Arthas, Lord Uther braucht euch sofort beim Lager der Orks. Dass nur keine Langeweile aufkommt. Gehen wir. Das hatte ich völlig vergessen. Dieses Kind, wie sah das denn aus? Oh mein Gott. Und diese Stimme. Klasse. Oh, wie man versucht hat, ihn irgendwie kleiner zu machen, diesen Menschen, ne, damit man ein Kind darstellen kann. Kleiner, aber irgendwie nicht schmaler. Oh Gott. Toll. Entschuldigung. Ja, es ist eigentlich eine ernsthafte Sache, aber gut. Weiter geht's. Kapitel 2, Black Rock and Roll. 20 Minuten später in Uthas Lager in der Nähe des Black Rock Clan Dorfes. Genau richtig, Freund. Ich habe zwei meiner besten Ritter zu Verhandlungen mit dem Orkführer geschickt. Sie müssen gleich zurück sein. Verdammt! Diese Orks werden nie kapitulieren. Dann nichts wie hin und die Bestien ausgeräuchert. Bedenkt, Arthas, wir sind Paladine. Rache darf niemals unser Handeln bestimmen. Lassen wir unsere Leidenschaft zu Kampfrausch werden, sind wir so schändlich wie die Orks. Ja, Uta. Holan, wenn ihr Manns genug seid, sollt ihr den Angriff führen. Ich? Aber gewiss. Ich bleibe hier, auf dass keine dieser garstigen Bestien das Lager bedrohen kann. Ich werde nicht versagen. Das weiß ich, Freund. Ja, ist irgendwie interessant, wenn man das so hört, wie er Arthas halt belehren möchte. Und wenn man weiß, was später einmal passieren wird. Ja, mein Lord? Ja, mein Lord? Was? Hä? Was ist? Was? Mehr Arbeit? Mehr Arbeit ist gut. Was? Ja, mein Lord. Was ist? Ich mag diese Stimmen. Es ist einfach göttlich. Es ist einfach klasse. Da bleib ich auch bei. So, dann wollen wir doch mal schauen. Errichten wir doch erstmal ein Sägewerk. Haben wir sogar schon eine Kaserne? Das sieht erstmal ganz gut aus. Ich geh dann mal. Jawohl. Mach das. Und als nächstes vielleicht einen Hof. Denn auch die Menschen brauchen genauso wie die Orks Häuser, in denen sie leben können, damit das hier alles auch funktioniert mit der Armee. Wie Ute einfach immer nur von links nach rechts rennt. Weißt du? Ich stehe für das Licht. Wenn man es kann. Ja, Entschuldigung, ich habe außerdem auf Tab gedrückt. Unsere Stadt wird belagert. Was? Besteht etwa Gefahr? Arbeit ist vollbracht. Ja, mein Lord. Schätze, das kann ich. Ich stehe für das Licht. Denn wir können ja natürlich auch unsere Leute hier ein bisschen ausrüsten. Ich stehe für das Licht. Damit wir vielleicht ein bisschen mehr Chance haben. Arbeit ist vollbracht. Komm mal her. So, jetzt können wir dann ein paar Soldaten ausbilden. Oh ja, gut, das war schon. Ihr könnt dann zurück an die Arbeit. Ja, mein Lord. Was ist? Ja, mein Lord. Zurück an die Arbeit. Und einer, das bist genau genommen du, reparierst da mal.
So, 6 Soldaten sollen wir ausbilden und außerdem 2 Höfe errichten. Einen haben wir bereits. Ich sagte noch zurück an die Arbeit. Was ist? Na, die brauchen natürlich ein bisschen Zeit. Müssen jetzt einmal hinrennen. So, und dann geht's weiter. Dankeschön. Jetzt haben wir niemanden übrig. Einsatzbereit. Aber er ist ja gleich schon wieder fertig. Kann dann den nächsten Hof bauen. So, dicht an dicht, wie man das so kennt von menschlichen Städten. Oh, machen wir gleich. Ja, noch den dritten Soldaten, wunderbar. Ich stehe für das Licht. So, ihr hört sich das, nicht wahr? Interessant, hier unten führt ein Weg entlang. Besteht etwa Gefahr? Lass doch mal schauen, was da wohl sein, was da wohl sein könnte. Ja. Einsatzbereit. Das ist wahrscheinlich der, wo wir herkommen. Hier ist noch eine Sackgasse, oder? Oder geht's hier hoch? Ja. Ich kann das noch nicht gut erkennen. Hier ist tatsächlich Sackgasse, okay. Ein solider Plan. Unsere Stadt wird ja, ich sehe es gerade. Das waren rote Symbole. Was braucht ihr? Na, komm mal her. Das Licht ist meine Stärke. Ja, jetzt aber. Spürt meine Attacke. Es ist mehr Gold erforderlich. Besteht etwa Gefahr? Für meinen Vater, den König. Ah, wir haben tatsächlich den Turm hier verloren. Was ist? Müssen wir einen neuen errichten, an gleicher Stelle. Das Licht ist meine Stärke. Dann müssen wir nicht, aber möchte ich. Sagen wir mal so, ist vielleicht besser ausgedrückt. Einsatzbereit. Und dann fehlen uns noch 2 Soldaten, sodass wir dann noch weiter marschieren können. Oder überhaupt erstmal losmarschieren. Weiter ist gut, ne? Ist noch nichts passiert. Ja, 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 ja. Ich finde immer, also ich finde ja so an sich, sehen diese Schafe ja mehr oder weniger aus wie so eine fliegende Wolke. So, bup, 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 ne? So leichtfüßig. Aber hier sehen die einfach nur total, ich weiß nicht, das ist Retardo-Schaf. Ich weiß nicht. Naja, ihr wisst schon, was ich meine, aber hoffentlich sie sehen nicht so ganz intelligent aus, um ehrlich zu sein. Das Licht ist meine Stärke. Nicht so ganz wie von dieser Welt, so. Na gut, bei dem Gras, man weiß nie, was drin ist. Ja, mein Lord. Ah, wir können die tatsächlich zu Wachtürmen ausbauen. Ja, dann machen wir das doch mal. Habe ich gerade eben gar nicht gesehen. Sollten wir natürlich tun, damit wir irgendeine Chance haben, uns hier zu verteidigen, sobald wir uns auf den Weg machen. Was? Sammel du doch einfach so lange mal noch Gold,